So, lasst uns anfangen. Wir machen heute unsere intergalaktische Präsentation mit den Gästen, die uns hier beim Waldcamp besuchen. Und als erstes, wir machen da keine langen Reden, als erstes kommt der Jakobsdorfer Karnevalsverein und was sie präsentieren, werdet ihr schon merken. Bitte schön, Bühne frei. Aber ich krieg nur Angst, dass wieder ranschneiden. Alle grinsen. Jetzt Applaus für unsere ersten Außerirdischen. Brava, la Fiesta Cosmito. Halt, nehmt ihr euer Geschenk mit, und zwar der Pierre hat uns auch wieder was mitgebracht, gesponsert, schon ein paar Jahre lang. Willst du noch ein Wort sagen? Nee, ich will nur sagen, dass es immer wieder eine ganz, ganz tolle Aktion ist hier mit dem Treffen der vielen verschiedenen Kinder aus den 3-4 Ländern, und es ist eine tolle Sache, die Hagashi hier macht, und deswegen als Anerkennung von mir diese Tasse für jede Gruppe, einfach nur als Dankeschön.
Wir freuen uns auch sehr darüber, als einer der Politiker, die ein Ohr offen hat für die Jugend. Und dafür denke ich mal einen ganz, ganz großen Applaus. So, jetzt begrüßen wir unsere zweite. Entfernt von der Erde passieren komische Sachen. Die Minorianer haben seit 2 Tagen eine seltsame Gangart, immer rückwärts. So sehen sie zwar gut, was sie hinter sich lassen und können so leicht an nichts verlieren. Doch laufen sie ständig zusammen und knallen aneinander. Viele Schmerzen und Wunden haben die Minorianer schon. Dadurch spielen sie aber nicht mehr miteinander. Man hört kein Lachen mehr, da sie sich ständig aus dem Weg gehen und viele Tränen sind seitdem vergossen. Die Uhr ist kaputt, sie ist runtergefallen. 2 Minors suchen nach der Uhr und reparieren sie. Doch wie sollen sie das machen? Ich habe den Blick nach vorne. Mach einfach, mach mit den Händen. Vanessa, wo ist Vanessa? Du musst sie fallen lassen. Die Zeit wird richtig gedreht. Alle laufen wieder vorwärts. Juhu! Freude, Spiel und Spaß! Bianca, für ein Foto! Warte, noch das Foto! Begannen sich auf großer Reise und Wanderschaft, um ihre anderen Lebewesen zu suchen. Der Weg war so lang und bescheiden, dass sie vergaßen, von wo sie herkamen. Auf ihrer Reise trafen sie auf Außerirdische und unterscheiden. Könnt ihr uns bei der Suche nach unserem Heimatort helfen? Und sie haben euch sogar was mitgebracht. Leckereien aus einer anderen Galaxie. So, Mädels, kommt zu mir hier, euer Maskottchen. Leider gab es einen kleinen Zwischenfall bei den Bienen. Und wir haben etwas von unserem Nachbarplaneten, den Kutianern, abbekommen. Say something to him. Holler at him. I got one question. Oh, Jesus. All that. In them jeans. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Instagram, hot damn it, your booty like two blitz. Go
wiggle, wiggle, wiggle. Ja, danke schön, Applaus. Komm raus, Foto. Komm doch mal zum Foto raus. Behalten eure Nasen an. Unsere Frosch-Kreaturen! So, bitteschön! Foto mit Jan! Siadasz przy stole, wyjmujesz farby.
Dankeschön. Nein, ich habe aber andere Freunde. Ich hab Angst. Der Fertig! Applaus! Bravo! Nur schnell noch ins Ufo. Jetzt ist es. Wir sind die Berkis Fußballstars, wir kicken Bälle bis zum Mars. Zicke-Zacke Besenspiel, wir gewinnen fast jedes Spiel. Zicke-Zacke Scheibenkleister, die Berkis sind jetzt Vizemeister. Kann gleich die nächste Gruppe rinkommen. Vom Planet Tukan, meine Flügel. Also, wir sind vom Planeten Tukan, wir sind Tukanianer. Ihr seht, müssen wir Tukan, ihr seht, Tukanianer. Wir sind eine Monarchie. Jetzt müssen wir uns haben. Wir haben den Opa Tukan hier. Wollen wir nach Checkerboard sagen? Und hier sind seine Krieger. Also, soll mir aber auch nichts. Wir bedanken uns. Dziękujemy bardzo.
Applaus an die Tukanianer. Und er versteckte sich in einem Haus und fand einen kleinen Freund. Sie spielten miteinander, doch die NASA, sie spähte schon, sie hatte es rausbekommen, dass der kleine Freund aus dem Weltall mehrere Freunde auf der Erde gefunden hatte. Und sie spielten gemeinsam, und wie die NASA von oben kam und diesen kleinen Außerirdischen suchten, da packten ihn sie ein in eine Decke und fuhren mit ihnen weit fort. Mały kosmita przybył na Ziemię, zaprzyjaźnił się z naszymi mieszkańcami, ale NASA już go wyczaiła i przybyła, aby go zabrać. W tym czasie jego przyjaciele schowali go i uciekli z nim. Und sie beschützten ihn vor den bösen NASA-Leuten, die ihn auseinandernehmen wollten. Und auf der Flucht rief er, E.T., telefonieren nach Haus. Schowali go przed złymi ludźmi z NASA, ale w międzyczasie E.T. chciał zadzwonić do domu. Ja, danke schön. Und ihr habt gehört, E.T. wollte nach Hause telefonieren. Kommt mal alle her, Jungs und Mädels. Und die NASA lasst da weg, die bringt Momo nicht. Wir sind das Volk der Klingone und wir kommen mit friedlichen Absichten. Was? Ja. Hi und schön. Ich. Danke an unsere klingonischen Freunde, die in friedlicher Absicht gekommen sind. Die haben sich natürlich im Jahr 2014 schon freundschaftlich mit uns vereinigt. Yeah.
Dankeschön. Ja, wir bedanken uns bei den Nebelmenschen für ihre Darbietung mit dem Kräftchen. Applaus! Als unsere Sonne explodierte und wir, die Alterianer, uns unter der Planetenoberfläche verstecken mussten, um unter der Planetenoberfläche weiterleben zu können. Unser Planet liegt unter der Andromeda-Galaxie, die Altair heißt. Wir sind ca. 16 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wir sehen aus wie Insekten, aber dadurch, dass wir hochentwickelte Androiden sind, haben wir die Gestalt der Menschen angenommen. Hallo, ich bin vom Planeten Vulkan. Hey, ich bin vom Planeten Vulkan. Sekunde, wir müssen noch kurz das Feuer löschen. Poczekajcie, musimy jeszcze chwilę zgasić pożar. Was macht ihr da? Wir haben das Feuer gelöscht, bevor andere Häuser am Brand kommen. Gasiliśmy pożar, żeby inne domy się nie zapaliły. Ihr habt die Quelle der Zerstörung beseitigt. Warum? Dlatego, że jeśli nasze Weil wir von der freiwilligen Feuerwehr sind. Wir riskieren unser Leben dafür, damit andere in Sicherheit sind. Ugasiliśmy wasz Vulkan. Leute, ich da. Was Wir sind hier, um eure Sicherheitsstandards zu erhöhen und ihr von der Freiwilligen Feuerwehr habt doch alles unter Kontrolle. Wir werden abreisen, lebt lang und in Frieden. Dlatego oddalimy się w pokoju. Gute Reise! Dobrej drogi! Ja, ihr seht ja die Endorianer, warum die so dick sind, die essen die ganze Zeit. Und dann immer nur Süßigkeiten und Süßigkeiten. Und die können sich schon gar nicht mehr bewegen. Die essen und essen. Und deswegen sind die auch in Waldcamp gekommen, weil es hier mal so viel zu essen gibt. Hier können sie sich endlich mal richtig satt essen. Dankeschön an unsere Endorianer. Foto, ja? Wir sehen. Zapraszamy na zdjęcie. Macht der Ball zwingend, ja, ja. Hallo. Hallo. Oh, was ist denn der Fehler von der Kai, ey? Was ist denn für mich hier? Hallo, liebe Kinder. Hi. Seid ihr alle da? Aber nicht mehr lange.
Ich bin ja Opa Heiko. Ich bin auf Playram ausgebüxt. Aber der hat mich wieder gefunden. Ich habe gehört, hier ist das Thema Aliens und Außerirdische und so. Ist das ein gutes Thema? Glaub ich nicht. Weil jetzt muss ich euch was erzählen. Früher, wo ich noch jung war und noch laufen konnte, da wurde ich entführt von irgend so was Grienet mit Schlangen auf dem Kopf. Meinst du? Ich hab die aber nie wieder erwischt, weil ich hab sie in der Flucht geschlagen. Und das werde ich euch nachher mal zeigen, weil aber ich hasse irgendwie die Außerirdischen. Ich kann euch ja mal einen Witz erzählen über Außerirdische. Ein LKW-Fahrer fährt über die Landstraße. Als er plötzlich ein kleines blaues Männchen am Straßenrand stehen sieht. Er hält an und fragt, na, was bist du denn für einer? Das kleine blaue Männchen fragt, ich komme von der Venus, bin obdachlos und habe Hunger. Naja, der LKW-Fahrer sagt, naja, helfen kann ich nicht groß, ich habe bloß eine alte Schrippe an Bord. Die kann sterben und fährt weiter. Am nächsten Straßenrand, sieht ein kleines rotes Männchen stehen. Er hält wieder an und fragt, na, was bist du denn jetzt für einer? Da sagt das kleine rote Männchen, ich komme vom Saturn, bin obdachlos und habe Hunger. Nee, er Durst hat er, Entschuldigung, er Durst. Der LKW-Fahrer sagte nur, ich habe noch eine Cola. Naja, gibt dann eine Cola und fährt weiter. Schließlich sieht er am Ende nochmal am Straßenrand ein kleines grünes Männchen stehen, so wie Berkenbrück da hinten. Der hält an, na du kleines grünes obdachloses Männchen. Was kann ich dir denn Schönes geben? Fahrzeugscheine, Führerschein. Was ist denn nun schon wieder hier? Hast du weit? Bist du weit? Ja, alles gut. Bin schon drin, was sind denn für welche? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Sehen alle da so aus wie wir? Ja, die sehen aus wie wir. Warum habt ihr grüne Augen? Weil wir gerne Menschen kaufen. Was wollt ihr am liebsten tun? Ach, sei gerne gut. Die Flötenmeduse fängt an. Und jetzt alle zusammen! La 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 ihr Medusen klein, wir wollen gar nicht böse sein. Schlangen auf den Kopf, das muss nicht sein. Gehen Medusen auf aufs Klo. Nein, wir wimpeln hier nicht rum. Warum schaut ihr mich so an? Wir wollen an die Wände an. Danke, haut ab hier, haut ab, weg hier! Halt hier! Hehe! Aber ja, Abi, ach Gott! Ja, wir bedanken uns zum Fototermin. Hallo, Fototermin. Wir sind die Andromedania vom Planeten Andromeda. Planete Andromeda. Wir haben euch eine Kleinigkeit was mitgebracht. Und zwar Süßigkeit. Mame zur Speichelgrundlage. Musikche. Hier weg.
Ich bin ein bisschen blind. Obwohl sie eine große Brille haben. Ich bin trochę ślepi, chociaż mają wielkie okulary. Die von Heliopolis und kommt hier.